Das Jahr 2013 steht ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zu 750 Jahre Stadtbruck an der Mur. Mit einer Reihe von Veranstaltungen wird dieses besondere Jubiläum ganz unter Einbeziehung der Vereine und der Bevölkerung das ganze Jahr lang gefeiert. 750 Jahre Stadtbruck, das kann sich sehen lassen. Na, vor allem, weil wir nicht eine Jahreszahl haben, wo zum Beispiel eine Ansiedlung erstmals urkundlich erwähnt worden wäre. 860, also 1150 Jahre alt ist ja die Ansiedlung, sondern wir sind vor 750 Jahren urkundlich zur Stadt erhoben worden. Und im Laufe unserer Jubiläumsveranstaltungen werden wir auch die Originalurkunde, die im Stift Admont jetzt gelagert wird, auch der Brucker Bevölkerung vorstellen. Und wir sind sehr stolz drauf, damit einer der ältesten Städte im Land überhaupt zu sein. Und es gibt auch nicht viele Städte mit dem Prädikat Stadt in ganz Österreich. Die Bezirksstadt Bruck an der Mur zählt zu einer der ältesten Städte Österreichs und blickt auf eine lange und abwechslungsreiche Historie zurück. Unter dem böhmischen König Ottokar Przemyśl erfolgte die erste dokumentierte Stadtbezeichnung. Bisher kursierte immer das Jahr 1277 durch die Köpfe der Bruckerinnen und Brucker. Naja, das Jahr 1277 war das Jahr, in dem die Stadterhebung der Stadt Bruck an der Mur bestätigt worden ist durch den ersten Habsburger Rudolf I. Wir haben aber eine Urkunde in der Stiftsbibliothek in Admont aus dem Jahr 1263, genauer gesagt vom 17. August 1263, in dem erstmals Bruck an der Mur als Oppidum, das heißt als Stadt, bezeichnet worden ist. Und deswegen feiern wir heuer 750 Jahre Stadt Bruck an der Mur. Einer der Hauptschauplätze der Jubiläumsveranstaltungen ist das Brucker Stadtmuseum, wo als Auftakt der Feierlichkeiten ab 7. März die Sonderausstellung zum Thema 750 Jahre Stadt Bruck an der Mur zu sehen sein wird. Im April erfolgt ebenfalls im Stadtmuseum die erstmalige Präsentation des neuen Bruckfilms. Als einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten wird es Ende April im Kunsthaus und Kongresszentrum die offizielle Festveranstaltung geben, bei der auch Österreichs Bundespräsident Heinz Fischer und der steirische Landeshauptmann Franz Wowes dabei sein werden. So ist es, das wird der 29. April sein. Wir werden die ganze Bevölkerung einladen in unser Kulturhaus, in den Stadtsaal. Dort wird es ein schönes Programm geben, von der Jugend der Stadt Bruck gestaltet, von unserer Kunstschule, ein Serenadenkonzert mit viel Gesang und Spiel. Und bei dieser Gelegenheit wird es auch erstmals die Urkunde geben, die wir herzeigen wollen, diese Originalurkunde, von der ich gesprochen habe. Und wir wollen hier auch den offiziellen Startschuss des offiziellen Bruck sozusagen machen. Das wird ja eine Festsitzung des Gemeinderates, wo wir, ich wiederhole mich, auch die Bevölkerung einladen werden. Alle Besucher, die an diesem Tag in das Kulturhaus kommen und sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen, erhalten außerdem als besonderes Geschenk eine Chronik 750 Jahre Stadt Bruck an der Mur. 2013, ein Jahr mit großer Bedeutung für die Stadt Bruck an der Mur.